Hey, ich bin Alicia und ich bin gegen Homophobie, weil jeder Mensch so leben sollte, wie er möchte. Hi, mein Name ist Char und ich bin gegen Homophobie. Denn ich finde es einfach nicht richtig, dass sich manche Individuen das Recht nehmen, mir zu sagen, wen ich zu lieben habe und wen nicht. Ich bin gegen Homophobie, weil ich nicht verstehen kann, wie man im Jahr 2017 oder auch überhaupt etwas gegen homosexuelle Menschen haben kann. Denn es ist was völlig Normales. Und außerdem ist doch die Sexualität der Menschen komplett egal. Denn man verliebt sich in einen Menschen und nicht in ein Geschlecht. Ich bin Lea und ich bin gegen Homophobie. Denn die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar. Ich bin Merle von Zeilengeflüster. Und Liebe ist für alle da. Deswegen sage ich Nein zu Homophobie. Ich bin Julia und ich spreche mich ganz klar gegen Homophobie aus, weil ich finde, dass jeder Mensch die Möglichkeit haben sollte, seine Sexualität frei ausleben zu können. Ich bin Leonie und ich bin gegen Homophobie, denn Hass ist keine Meinung. Ich bin Mona und ich bin gegen Homophobie. Ich bin Hannah und gegen Homophobie. Ich bin Julia und ich bin gegen Homophobie. Hey, ich bin Christina und gegen Homophobie, weil Liebe für jeden gilt. Ich bin Julia und ich bin gegen Homophobie. Ich bin Emily und ich bin gegen Homophobie. Ich finde es lächerlich, dass es heutzutage immer noch Menschen gibt, die solch eine veraltete Weltanschauung vertreten. Wir sind David und Nico und wir sind gegen Homophobie. Ich bin Magda und ich bin gegen Homophobie, weil ich lieben will, wen ich will. Wir sind nicht nur Simon und Philly, sondern auch gegen Homophobie. Ich bin Julia und gegen Homophobie. Liebe hat kein Geschlecht. Ich bin Emma und ich bin gegen Homophobie. Ich bin Basti und ich bin gegen Homophobie. Liebe kennt kein Geschlecht. Ich bin Jaina und ich bin gegen Homophobie. Hashtag wir gegen Homophobie. Ich bin Jana und ich bin gegen Homophobie. Man kann sich verlieben und in denen ist doch vollkommen egal. Ich bin Fenna und ich bin gegen Homophobie, weil jeder so leben sollte, wie er will. Ich bin Lotte und ich bin gegen Homophobie, weil mir niemand vorschreibt, wen ich zu lieben habe. Hi, ich bin Chris und ich bin gegen Homophobie. Hey, ich bin Jenny und ich bin gegen Homophobie. Liebe kennt kein Geschlecht. Ich bin Lara und ich bin gegen Homophobie. Ich bin Lilly und ich bin gegen Homophobie. Mein Name ist Julia, ich bin gegen Homophobie, weil jeder lieben sollte, wen er möchte. Hat uns J.K. Rowling mit Harry Potter nicht gelehrt, dass die Liebe als solches unantastbar ist? Dass sie die stärkste emotionale Macht ist, die ein Mensch haben kann? Es gibt jedoch Menschen, deren Toleranzreichweite nicht den Durchmesser einer 2-Cent-Münze überschreitet. Menschen, die öffentlich homophobe Äußerungen verbreiten und damit eine Zielgruppe manipulieren, die nicht nur extrem groß, sondern auch extrem jung ist. Liebe ist Liebe. Egal, ob ein Mann eine Frau oder einen anderen Mann liebt. Egal, ob eine Frau einen Mann liebt oder eine andere Frau. Ich, Dagi LP, Daniel Gimser, bin gegen Homophobie. Sowie jegliche Hetze gegen Minderheiten. Und dazu stehe ich mit meinem Namen. Liebe hat kein Geschlecht. Ich bin Lara, ich bin gegen Homophobie. Hashtag wir gegen Homophobie. Kämpft für eure Rechte, liebt wen ihr wollt. Hass hat in unserer Welt keinen Platz. Dass dieses Thema überhaupt noch eine Rolle spielt, finde ich einfach nur traurig. Deswegen finde ich super, dass es YouTuber gibt wie Annika oder auch Lena Vanille und so weiter, die dem Ganzen so einen Gegenschwung geben. Also gegen diese homophoben Videos gibt es jetzt eben diese Gegenbewegung von dem Hashtag wir gegen Homophobie. Und als ich davon gehört habe, dachte ich, okay, ich muss da mitmachen, ich muss ebenfalls ein Statement geben und ich möchte das nicht alleine machen. Wir haben heute den 3. März 2017, dass es immer noch solche homophoben Menschen auf der Welt gibt, das kann einfach nicht sein. Und ich hoffe, wir können mit dieser Aktion noch ganz viel erreichen. Es wurde schon sehr viel erreicht und wir versuchen das jetzt eben noch weiterzuführen. Danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wenn ihr auch weiter diesen Hashtag verbreiten wollt, dann schreibt ihn gerne in die Kommentare oder noch besser, macht auch ein Video. Wenn ihr euch nicht vor die Kamera stellen wollt, ist das vollkommen okay. Ihr könnt auch einfach nur sprechen oder ihr könnt einfach nur den Hashtag irgendwo posten oder ihr könnt es aufmalen, ihr könnt es tanzen, ihr könnt es irgendwie vortanzen, was auch immer. Auf jeden Fall verbreitet ihn, einfach um zu zeigen, wir sind gegen Homophobie, alle. Es gibt leider immer noch Menschen, die das nicht so sehen und vielleicht schaffen wir es ja so, sie davon zu überzeugen. Gut, dann würde ich sagen,
Bis zum nächsten Video. Ich bin Leonie und ich bin gegen Homophobie. Denn Hass ist keine Meinung, sagt auch Agent P. Perry!